Leute, das ist so verdammt gruselig hier. Also diese Dimensionen sind ja... Was? 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 Was ist los? Hallo? Nee, oder? Wo bin ich? Wo zum Henker bin ich hier gelandet? Ey, Leute, das ist echt, das ist nicht mehr witzig. Das ist einfach nur noch absolut abgefuckt hier. Das ist absolut... Halt die Fresse mit deinem scheiß Dubstep! Yeeha! Eine weitere Folge Minecraft Hetero bzw. Hero steht am Start und ich dachte, ich begrüße euch mal so laut, wie es nur geht. In der letzten Episode waren wir mega produktiv und deswegen dachte ich, wir sind hier nochmal mega produktiv. Oder wie immer man das nennen möchte. Wir haben so einiges an Diamanten abbekommen. Hier 8 Stück. Ich bin jo unglaublich begeistert, dass wir 8 Diamanten am Start haben. Und jetzt will ich mal was ausprobieren. Zum einen, wo ist denn meine Scheiße? Da ist wieder diese Revi-Hütte, die mir alle 2 Minuten in die Fresse klatscht. Mann. Revi. Mit denen werden natürlich übrigens auch noch Aufnahmen folgen. Es könnte ja sein, dass die Frage inzwischen so ein bisschen im Raum steht. Hey, wann nimmst du mal mit Revi oder mit Broken Thumbs auf? Mit Broken Thumbs wollte ich eigentlich schon die letzte Episode aufnehmen, also da anfangen aufzunehmen. Leider ist es da, also eigentlich mir, so ein bisschen was in die Quere gekommen. Deswegen hat das nicht so wirklich geklappt. Ist schade drum, aber das wird natürlich so bald wie möglich in Angriff genommen. Jetzt gibt es hier eben nochmal eine Episode, wo ich euch ein bisschen allein auf den Zeiger gehe. Und ich sollte hier vielleicht mal die Felder ein bisschen besser pflegen. Mir hat das echt Spaß gemacht in der letzten Episode. Ich kann auch nicht wirklich wissen, wie es bei euch aussieht. Hier residiert Kev. Ach so, stimmt ja. Hier residiert... Oh, ich glaube, ich mache dem Kev nachher eine Überraschung. Irgendeine Überraschung kriegt der Kev von mir. Ich weiß noch nicht so genau, was. Aber in der Folge mache ich dem Kev noch irgendeine Überraschung. Vielleicht ein Blämle oder so. Ein nettes Blümle. Wo ist denn jetzt mein Haus? Ich peil's nicht. Da ist das meins. Schon wieder Revi. Und ich folge einfach mal dem Weg. Wenn ich so einen Rundlauf mache, soll ich es ja irgendwann mal finden. Oder ficken. Ficken könnte ich das Haus auch bei Gelegenheit. Das ist nicht meins. Das ist auch nicht meins. Ich habe doch extra eine hier. Denn. Reicht das denn jetzt schon aus für so ein, für so ein Giant Sword? Ja, Baby! Ich habe tatsächlich mal was hinbekommen mit den Mods. Ein Giant Sword. Diamond Giant Sword. Das nehme ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht. Also eigentlich könnte ich ja jetzt erstmal hier... Ich glaube, ich mache erstmal eine Rüstung, oder? Kann das sein, dass wir erstmal eine Rüstung machen oder so? Ich glaube, wir machen erstmal eine Diamond... Obwohl, Chestplate habe ich schon aus Eisen. Es wäre sinnvoller, sich erstmal andere Dinge zu machen. Eine Hose aus Diamanten. Damit wir einfach mal so ein bisschen besser gerüstet sind hier für den Fall der Fälle. Und dann werde ich jetzt einfach mal, ich weiß, es ist nicht so cool wie ein Giant Sword und ich hätte es jetzt auch craften können und ihr hättet euch da bestimmt mega drüber gefreut, aber wir haben das vom Zeronic geschenkt bekommen, Mann. Und der Zeronic, wenn der bemerkt, dass wir seine Geschenke einfach so wegschmeißen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er sich nicht sonderlich freut. Und ich habe, glaube ich, das ganze Brot abgefarmt. Hier von der kompletten Vereinigung. Und ich glaube, ich mache mich jetzt gleich so ans Batcave. Also nicht ans Batcave, ans Kelos Cave. Wird denn schon wieder Nacht, oder was? Es wird schon wieder Nacht. Heidewitzka, dann kann ich ja hier gerade mal wieder reingehen, du, und kräft mir nochmal ein bisschen. Boah, ich musste lachen, tut mir leid. Es tut mir so leid, dass ich lachen musste. Ich wollte nicht lachen. Es tut mir einfach leid. Okay, reiß dich zusammen. Hier, guck mal, du kriegst Eisen. Was habe ich denn jetzt hier? Mir fehlt noch ein Helm. Den könnte ich mir natürlich gleich aus Eisen machen. Ich könnte auch nochmal rausrennen und so ein bisschen... Ich mache nochmal ein bisschen Action. Komm, jetzt habe ich auch ein bisschen bessere Rüstung. Dann kann man nochmal ein bisschen Action machen. Ein bisschen rausrennen, vielleicht nochmal die Minimap wieder anschalten. In welche Richtung sind wir denn noch nicht gelatscht? Eigentlich in die jede, oder? Hier so... Ich laufe einfach mal in die... Ich laufe mal jetzt ein bisschen noch durch die Gegend. Wir können ja gleich wieder zurück. Ist jetzt vielleicht nicht so die klügste aller Ideen, die ich jemals hatte. Vor allem, weil mich ja niemand wiederbeleben kann, wenn ich sterbe. Das heißt, die Folge endet in dem Moment, in dem wir sterben. Das möchte ich nur immer wieder mal betonen. Und ich benutze immer noch mein Diamantschwert, um Gras abzubauen. Das ist Hammer, was ich so drauf habe. Ist hier irgendwas Interessantes drin? Hallo? Nein, es ist... Das finde ich sehr störend an Hexit. Also nicht störend, aber gemein. Man denkt immer, dass sich irgendwo irgendwas drin befindet, weil überall diese hübschen Bauten sind. Und dann läuft man da durch die Gegend und was ist drin? Nichts. Gar nichts. Ich hätte mal Bock auf mehr Hexical Essences. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also diese tollen Sachen, die so wichtig sind anscheinend. Wo man so krassen Shit craften kann. Waren wir hier denn wirklich schon? Wir waren hier schon. Hier ist auch... Ich find's einfach geil, wie viel hier ist. Findet ihr nicht? Oh, das ist einfach... Okay, hier waren wir wirklich schon. Da hinten ist nämlich dieser Dreckding, wo ich mich hochgebaut habe. Das war in einer der letzten Folgen mit Zeronic. Was ist das da? Ist das ein Eistor? Pinguine!
Oder was ist das da? Ist das eine dieser Dimensionen da hinten? Da würde ich ja eigentlich eher lieber gerne mit jemandem rein, der mir das erklären kann, weil ich weiß es ja. Oder? Nee, doch nicht. Hui. Da scheint es scheiße gefährlich drin zu sein. Viele von euch haben mich gewarnt. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade eben mache. Ich weiß es wirklich nicht. Vor allem, weil der Großteil meines Zeugs halt schon nirgends ist, wo... Hallo? Hört ihr die Geräusche? Hört ihr das? Alter Vater, kann ich das hier irgendwie einfach weghauen, wenn ich will? Das erscheint mir nicht als gute Idee. Hallo? Hallo? Ich gehe wieder... Das ist... Hallo? What? Was? 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 Alter! Wie komme ich hier wieder raus? Wie will ich hier jemals wieder rauskommen? Das ist so gruselig hier. Das ist so verdammt gruselig. Wie heißen die Dinger überhaupt? Dunkle Dimensionen? Verlassene Dimensionen oder so? Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Also ich weiß noch, ich erinnere mich noch dran, dass Kev damals gesagt hat. Also man könnte jetzt so als Off-Stimme einblenden. Kev hat gesagt, man muss den Weg zurückgehen, den man gegangen ist. Also den man gekommen ist. Nee. Das könnte auch sowas von knicken, meine lieben Freunde. Was habe ich denn, was liegt denn hier rum? Was habe ich denn bekommen? Rift Signature. First click stores location. Aha, also damit kann ich Rifts createn. Teleporter oder was? Schreibt mir mal das in die Kommentare hier. That links the first location with the second location. Also hier, first click stores location, second click creates two rifts und so Kram. Also ich muss da wieder hoch. Kann ich hier bauen? Kann ich mich hochbauen? Ich probiere das jetzt einfach mal, weil dann könnte ich vielleicht auch die Tür zurück wieder, falls sie jetzt nicht weg ist. Also ich kann schon mal bauen, das ist schon mal beruhigend. Da muss ich hoch. Da muss ich hoch, mein Freund. Weil ich muss genau den Weg wieder zurückgehen, den ich gekommen bin. Leute, das ist so verdammt gruselig hier. Also diese Dimensionen sind ja... Was? 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 Was ist los? Hallo? Nee, oder? Wo bin ich? Wo zum Henker bin ich hier gelandet? Ey, Leute, das ist echt... Das ist nicht mehr witzig. Das ist einfach nur noch absolut abgefuckt hier. Das ist absolut... Die sind böse, oder? Die sind... Alter, ich habe keine Ahnung, was diese Monolith... Alter, scheiße. Scheiße. Niemand erklärt mir was. Ich bin komplett allein hier. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese abgefuckten Monolith-Dinger mich innerhalb von 3 Sekunden killen. Was habe ich getan? Es war so produktiv. Und das ist jetzt so gruselig. Und ich weiß nicht, wie ich hier jemals wieder rausfinden soll. Sieht aus wie das End zum einen. Aber zum anderen auch nicht. Und ich weiß nicht, was diese Monolith-Scheißteile sind. Ich hätte mich wirklich mal informieren sollen. Und die schweben hier überall rum. Gib mir mal eine Map. Wie ist denn das jetzt auch passiert? Ich wollte einfach nur zurück. Ich hab mich seriös verhalten. Mehr als nur seriös. Ich hab das alles anständig angegangen. Und wie wird mir die Scheiße gedankt? Indem ich irgendwo land, wo irgendwelche komischen Monolith-Fratzen durch die Gegend fliegen und mir so dermaßen Angst einjagen, dass ich mich inzwischen 8-mal eingeschissen hab. Mami, ich brauche eine Windel! So, hat man das auch mal erledigt. Ey, das ist doch echt ein Kack. Wo bin ich? Was bin ich? Ja, ich laufe da mal 8 Jahre lang durch die Gegend.
macht Spaß. Hallo? Oh, ich glaube, wenn... ich glaube, wenn die Augen sich ganz öffnen, wird man gefickt. Also so weit denken kann ich jetzt gerade... Hallo, könnt ihr mal bitte aufhören? Ja, ich finde es gar nicht angenehm, so angeschaut zu werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, die sind irgendwie One-Hit oder so. Das kannst du knicken. Also mit dem, was ich... Ich habe ja zwar wirklich mich darum gekümmert, hier halbwegs an Rüstung mitzunehmen. Ich dachte, das, wo ich mit Zeronic und Kev aufgenommen habe, sind die in diese Dimension rein und so draus. Oh, ich hab voll diese das bekommen. Ich gehe rein und lande in so einer abgefuckten Scheiße hier. Das ist doch nicht mehr normal. Und weißt du nicht mehr, wie ich rauskomme? Was ist denn das überhaupt für ein Material? Ja, schmeiß mal hier das kurz weg. Das ist Unraveled Fabric. Klasse, da kann ich mir mega was von kaufen, du. Ich hab abgefuckt den Plan. Ja, dreht euch um, guckt mich an. Ich bin dumm, ihr seid's nicht. Bringt mich um, komm. Das wird doch eh darauf rauslaufen, dass ich sterb. Das kann ja gar nicht auf irgendwas anderes rauslaufen. Und ich will hier jetzt auch nicht 8 Jahre in dieser Scheiße hier verbringen. Und nicht wissen, wo ich hin soll. Und hallo, ich bin der Kedosh. Und wie geht's euch so? Das ist so gruselig, Alter. Und vor allem auch, wir haben das ja auch schon, also wir haben ja schon anfangs so eine Anzeige gesehen. Also direkt als wir in diese dunklen Dimensionen rein sind, gab es ja schon so eine Anzeige von so einem Monolith. Aber ich dachte jetzt nicht, dass das solche komischen, hässlichen Blockmissgeburten sind, die da die ganze Zeit rumstehen und sich denken, sie wären die Babu-Gangs. Dass sie sind schlimmer als Leute, die mit 14 überlaut Bushido im Zug hören und sich dann denken, oh Mann, ich hab voll den Bizeps. A massive man. Massive. Kennt ihr den? Habt ihr das Video auf Facebook gesehen? Von diesem einen Typen, der da rumsteht im Fitnessstudio und nichts anderes sagt als, oh my gosh. A massive. A massive man. Ja, ich bin auch massiv. So massiv, dass ich gleich alles verliere. Bis auf, ja, ich habe zumindest irgendwie ein bisschen... Ich habe zumindest eine Truhe gemacht, wo ich diese Hexical Essence mal rein habe. Und auch restlichen Kram, der vielleicht ein bisschen was wert ist. Aber das ist auch so gruselig hier, Leute. Mann. Das ist so gruselig einfach nur. Also ich werde es jetzt nicht drauf anlegen zu sterben. Ich werde das nicht... Ich werde das hochladen, wenn ich überlege. Ich werde es auch keinen dieser Monolithen angreifen, logischerweise, weil das ist dumm, weil hier sind 3000 von denen. Ich werde googeln, ich werde eure Kommentare lesen, wenn diese Folge online kommt. Und ich werde versuchen, irgendwie rauszukommen. Irgendwann. Aber ich weiß halt nicht wie. Weil das ist auch so richtig groß und man... Also, ich werde auch nicht verhungern, das ist ja schon mal was ganz Positives. Dass ich nicht verhungern werde, weil ich habe ja an alles gedacht, ja. Aber schöner wäre es halt, wenn ich jetzt hier zu zweit wäre, weil so bin ich jetzt wahrscheinlich der Penner. Nachher dauert das 8 Jahre, sich hier wieder rauszukriegen. Und ich bin halt der Typ, der jetzt irgendwie das ganze Hero-Projekt damit verbringt, von diesen hässlichen Monolithen, die ihre komischen, roten, geäderten, arschgefickten Augen alle 2 Minuten öffnen, ja, rumzulaufen. Das ist doch auch nicht mehr witzig. Ist doch einfach nur noch ein Abfuck. Ja, speicher dich, du Scheiß-Server, du. Speicher Mein Misserfolg. Ich laufe mal ein bisschen näher ran. Hallo, was los, Digga? Alles fit im Schritt. Alles Roger in Kambodscha. Das macht wirklich Spaß, du. Vor allem weiß ich auch gerade gar nicht, wie ich da runterkommen soll. Der Monolith macht seine... Oh, komm mal, ich noch ein bisschen weiter auf. Ja, genau. Ich glaube, ich muss abhauen. Wenn die Augen ganz aufhaben, dann wären sie, glaube ich, unangenehm. Sehr unangenehm. Ja, absolut nicht gruselig, wenn man sich umdreht und 3000... Ei, das ist doch so ein Scheiß! Jetzt muss ich auch noch gruselige Musik finden, um die drunter zu legen oder so. Um das Ganze ein bisschen abgefuckter zu machen. Wer hätte das denn erwarten können? Das ist doch echt... Oh, Mann. Es hat so schön angefangen, diese Aufnahme. Weißt du, wenn ich das nachher wieder in die Hero-Confi post, da lacht man am Ende mehr drüber, als wenn Luca stirbt. Oh, das ist echt irgendwie das Komischste, was ich jemals hatte in Minecraft. Was ist das auch für ein Modpack? Wer hat denn sich das ausgedacht? Das ist doch nicht normal, oder? Das ist... Ich dachte erst, ich lande im The End, was ja auch schon scheiße gewesen wäre, so an sich. Aber, wisst ihr, bei Hexit gibt's halt so viele Viecher... Da ist der Enderdrache einfach nur ein feuchter Furz dagegen, meine lieben Freunde. Ja, obwohl gerade seid ihr nicht meine Freunde, gerade geht ihr mir alle auf den Sack. Allesamt. Alles geht mir auf den Sack. Der Tag ist gelaufen, Mann. Gelaufen ist er, gelaufen. So wie ich hier andauernd laufe.
Was bringt denn das jetzt noch groß? Ich renne hier durch die Gegend. Ich weiß nicht wohin. Ich bin... Hier muss ich mir irgendwie ein Portal bauen oder so, aber dafür habe ich auch nicht die Ressourcen am Start. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wenn man sich hier irgendwie so ein Portal bauen muss, was ich nicht denke, weil man muss bestimmt einfach nur irgendeine Türe finden, die in 3000 Fällen nur findbar ist. Also in 3000 Fällen von 3 Milliarden. Jedenfalls, die einzige Möglichkeit, die ja bei einem Portal bestehen würde, wäre, dass jemand anders die Reise hier auf sich nimmt und die Materialien mitbringt. Aber das wird niemand tun, weil niemand ist so bescheuert und rennt hier freiwillig rein. Ich meine, das sieht aus wie das Innere von einem Wäschetrockner. Das ist nicht geil. Das ist absolut nicht geil. Also ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Ich dachte, okay, ich mache jetzt ein paar produktive Aufnahmen, das gefällt bestimmt ein paar Leuten. Und was ist jetzt? Ich bin irgendwo gelandet, das gefällt wahrscheinlich deutlich mehr Leuten, weil man das ja einfach witzig findet, wenn man hier rumzurennen hat mit irgendwelchen Monolithen, die einem anschauen, als wären sie hier. Das konnte nicht gut ausgehen, das konnte einfach nicht gut ausgehen. Ich bin echt gespannt, was mir nachher erzählt wird, was das hier denn ist. Also irgendwann verhungere ich natürlich schon. Unendlich Essen habe ich auch nicht da, du. Also genug Essen, um hier irgendwie noch eine Folge oder vielleicht auch zwei durchzuhalten. Wenn ich halt irgendwann nicht mehr sprinte, aber dann kommen wir halt auch nicht mehr vom Fleck, das ist auch nicht mehr so geil. Aber oh Mann, ey. Was haltet ihr von dieser Situation? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Was waren eure Gedanken? Also zum einen wahrscheinlich dachtet ihr erst wirklich, ihr dachtet das wahrscheinlich so wie ich. Ich gehe in diese Dimension rein und ich sterbe entweder oder ich hole was Anständiges raus. Es war ja ganz wahrscheinlich auch, dass ich irgendwie was Anständiges raushole. Das war ja keine Unwahrscheinlichkeit oder kein Wunschdenken in dem Sinne. Ich meine, Kev und Zironik haben es doch auch schon geschafft, da lebend rauszukommen. Aber habt ihr erwartet, dass ich über... Was ist das hier? Oh, das sah irgendwie anders aus. Ist es aber auch nicht. Doch, ich dachte, ich hätte was gefunden. Aber habt ihr erwartet, dass ich in irgendeiner mega abgefuckten Dimension mit riesigen schwarzen Quadraten, die ihre Augen öffnen, wenn man vorbeiläuft, landet, wo ich keine Ahnung habe, wie ich am Ende wieder rauskomme und einfach nur langsam dem Tod entgegenlaufe, bis irgendwann mal versehentlich eines dieser Blöcke mega ausrastet und mich ins Gesicht fickt ohne Ende. Was ist denn das, bitteschön? Das erinnert mich gerade enorm an dieses Millennium-Auge von Pegasus. Kennt ihr das? Von Yu-Gi-Oh! Noch damals? Also schreibt mir mal einfach in die Kommentare, ob ihr damit gerechnet hättet oder ob ihr... Und was das ist? Was es ist? Ob ihr damit gerechnet hättet, ob ich hier jemals wieder rauskomme, eure Vermutungen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode von Hero. Ciao, tschüttetö. Und gebt einen Mitleidsdaumen oder irgendwie sowas. Ich meine, wie abgefuckt ist das hier?